Hallo und herzlich willkommen zum 317. Mal bei Hooksilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Halli, hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, und ihr hört es gerade schon an Alexas Stimme. Ich muss ein bisschen noch. Wir sind unterwegs gewesen in den letzten Tagen äh, unter echten Menschen. Nämlich äh, waren wir ja nominiert in der Kategorie Podcast bei Die Goldenen Blogger. Vielen Dank an alle, die da für uns abgestimmt haben. Gewonnen hat es völlig verdient, der ja, sicherheitshalber graduation. Podcast. Äh, da sind wir selber Fan von, können damit auch sehr gut leben. Aber da hast du dir was ja, eingefangen. War, anscheinend sind Verleihungen so ein bisschen wie Messen. Ja. <laughs> Man bringt sich irgendwie einen Infekt mit nach Hause. Äh, es ist kein Covid-19. Die Tests sind negativ, aber es ist halt ja, ein Schnuppen. Der ein und, bisschen unangenehm ist. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt sozusagen im April nur eine richtige, in Anführungsstrichen, Huxler-Folge haben. Ähm, dafür kommen dann im Mai äh, ganz viele, nämlich drei. Und eine davon. Im Mai haben wir echt viel vor. Genau. Und da sind auch schon für eine Episode ganz viele Interviews gemacht worden. Die wird sowieso eine Maxi-Folge. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wir müssen das ein bisschen schieben und müssen mal gucken, dass Alex auch diese Folge überhaupt durchhält. Boah, das wird schon. Genau. Dann machen wir mal weiter mit der Story in der Sendung, kommen dann zu einem Thema, was uns fasziniert hat, auch wenn es natürlich ein schreckliches Thema ist. Und schon länger fasziniert hat, auch. Genau. Ne? Aber dazu dann später mehr. Genau. Hören wir erstmal rein, was du uns heute mitgebracht hast. Die Story der Woche. Bei der heutigen Story geht es auch um die Seefahrt, passend zum Thema, das wir nachher besprechen werden. Und zwar geht es um die Royal Navy im 19. Jahrhundert. Die hat sich mit dem Problem auseinandergesetzt, dass Seeleute offensichtlich sehr abergläubisch sind. Und deswegen hat sie gesagt, wir machen so eine Art Offensive und versuchen dem Ganzen zu begegnen und haben sich da vor allen Dingen den ähm, Aberglauben, was Freitag, den 13. oder überhaupt die Zahl 13 und den Freitag angeht, vorgeknöpft und ein Schiff äh, vom Stapel laufen lassen, das, jetzt muss ich genau nachschauen, das erstmal, das ist noch ganz einfach, HMS Friday genannt wurde das am Freitag, den 13., in See gestochen ist und an einem Freitag auch sozusagen mit der Produktion begonnen wurde dieses Schiffes und das auch noch von einem Kapitän gesteuert wurde, der James Friday hieß. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Also ich frage mich, wie sie dann das sogar hingekriegt haben, dass der Kapitän ja. on Friday hieß oder ob der sich dann extra dafür einen Künstlernamen in der Royal Navy zugelegt hat. Auf jeden Fall haben sie das alles gemacht, wenn die Geschichte denn stimmt. Und das Gruselige aber ist, dass sie schon auf ihrer Jungfernfahrt direkt verschwunden ist. Man hat einfach nie wieder was von diesem Schiff gehört. Und insofern ist diese ganze Aktion ziemlich in die Hose gegangen und hat sicherlich nicht dazu geführt, dass Seeleute Leute weniger abergläubisch sind, was Freitage und die 13 angeht. Uh. Mhm. Spannend. Ähm, ja, die Geschichte ich, von der HMS Friday. Ich habe eine Hypothese. <laughs> ich behalte es mal für mich und bin okay. mal gespannt, wenn du es auflöst. Du hast mir die Auflösung nämlich nicht gesagt. Ich ah. bin mal gespannt auf nachher. Okay. Thema der Woche. Heute wollen wir sprechen über die Empress of Ireland, einem Passagierschiff, das in die Geschichte eingegangen ist, im Grunde genommen als die kanadische Titanic. Viele sagen es so. Also ihr merkt schon, es handelt sich um ein Schiffsunglück. Ein Schiffsunglück, bei dem 1012 Menschen ums Leben kamen. Damit vor dem Ersten Weltkrieg das drittgrößte äh, Verlust an Menschenleben im Rahmen einer Schiffskatastrophe im zivilen Bereich und bis heute sogar das größte zivile Unglück der kanadischen Schifffahrt. Es gibt viele weitere schreckliche Unglücke, insofern verschiebt sich das natürlich aber. Aber im Jahr 1914, als die Empress of Ireland sank, ein großes Unglück tatsächlich. Ähm, viele Angehörige zum Teil leben ja auch bis heute noch der Menschen, die dort verstorben sind. Interessanterweise allerdings ist diese Geschichte, obwohl sie in ihrer Dramatik im Grunde genommen so, ich möchte sagen, der Titanic in nichts nahesteht, mhm. es, es klingt total doof. Aber sie ist so ein wenig verschwunden aus der Präsenz der Geschichte, weil drei Monate später der Erste Weltkrieg begann und damit dann im Grunde genommen ja die gesamte Welt ganz andere Probleme hatte, als noch diese Geschichte aufzubereiten. Ich finde aber, dass wir aus diesem Ereignis, wenn wir uns damit beschäftigen, also erstmal ähm, Respekt für die Menschen, die da ihr Leben verloren haben, ableiten können und müssen. Mhm. Und dann zeigt es aber auch, dass selbst wenn aus äh, vorangegangenen Unglücken eben wie bei der Titanic mhm. 1912 gelernt wird und Verbesserungen auch durchgesetzt werden im Schifffahrtsverkehr man sich gegen gewisse Dinge eben doch nicht schützen kann und dass es immer Faktoren gibt, die äh, Reisen und Seereisen erst recht ähm, unberechenbar machen. Mhm. Und dass man da eben ähm, sich so gut vorbereiten kann, wie man möchte und trotzdem nicht davor geschützt ist, äh, eine schreckliche Katastrophe zu erleben. Aber äh, vielleicht äh, rollen wir die Ereignisse von Anfang bis Ende einmal auf und versuchen zu beschreiben, was passiert ist. Also wir befinden uns Ende Mai ähm, äh, 1914. Am 28. ist die Empress of Ireland in Quebec aufgebrochen. Genau. Lass uns noch einen Schritt weiter zurücktreten und du, lass uns, ja. uns mal sagen, in welchem Kontext ja. dieses Schiff verkehrt ist, weil das Interessante ja. dabei ist, nämlich, dass dieses Schiff, der Unternehmer, der genau, dahinter der Eigner, ja. der dahintersteckt, war die Canadian mhm. Pacific Railway. Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, hä, ein Schiff, was im Besitz einer Eisenbahngesellschaft äh, sich befunden hat, wobei man da sagen muss, Canadian Pacific Railway war eigentlich eher ein eine Zeit lang sogar der größte globale Logistik- und Transportplayer, ja. den es gab. Denn äh, wir müssen uns vorstellen: äh, Kanada äh, zu diesem äh, zum Wechsel des äh, letzten Jahrhunderts, vorletzten Jahrhunderts muss man ja sagen, ne? ja. <laughs> ähm, ähm, noch nicht natürlich noch nicht ausgebaut, ähnlich wie ähm, in äh, den Vereinigten Staaten von Amerika gab es natürlich die Überlegung: Wir müssten eine Eisenbahnverbindung haben, die den Osten mit dem Westen verbindet. Und in Kanada war das Problem, der einfachste Weg, das zu tun, wäre es gewesen, über das Staatsgebiet der Vereinigten Staaten von Amerika das zu bauen, weil das dann deutlich einfacher gewesen wäre von der Streckenführung. Und dann gibt es so ja die Rocky Mountains, die so ein bisschen im Weg rumliegen und solche Geschichten. Aber natürlich wollte man als eigener Staat das nicht haben. Und so gab es dann irgendwann den Auftrag, diese Eisenbahnlinie von Ost nach West zu bauen. Dabei sind, das kann man einmal in einem Nebensatz erwähnen, chinesische Zwangsarbeiter, so kann man es fast sagen, gewesen, sind es gewesen, die diese Eisenbahnlinie gebaut haben. Die haben deutlich weniger verdient als äh, kanadische äh, Arbeiterinnen und sind auch nicht sonderlich gut behandelt worden. Das hat sogar später zu einer, viel, viel später muss man sagen, zu einer Entschuldigung der kanadischen Regierung geführt. Aber das mal wäre vielleicht das ist eine Prinzip, ganz eigene Geschichte, also eher, die es zu erzählen ne, die, gilt. Die, die Aber Erschließung ähm, sowohl der also dann Vereinigten Staaten oder der... der ähm, ja Nordamerikas insgesamt kann genau. man eigentlich sagen, das ist nochmal ein Thema, wo es noch viele Dinge aufzurollen und ähm, auch zu bearbeiten gibt und viele Entschuldigungen auszusprechen sind. Die kanadische Regierung ist ja äh, schon dabei, ähm, auch viele Dinge ähm, naja, wieder gut zu machen. Ist jetzt äh, leider zu viel gesagt, aber Schwierig. zumindest da äh, Probleme in Angriff zu nehmen, die da auch äh, sehr frühzeitig entstanden sind. Und lange Rede dann kurz gemacht, es gab diese Eisenbahnverbindung und dann gab es irgendwann die Idee tatsächlich, über die beiden Ozeane ja im Grunde genommen ein Netzwerk zu kreieren, das weltumspannend war. Das heißt, es wurden dann tatsächlich Schiffe äh, in Auftrag gegeben, die von der Westküste Kanadas nach, wie es damals dann genannt wurde, Ozeanien übergesetzt sind, zum Teil nach Hongkong oder zu anderen Häfen. Und von dort hatte dann die Canadian-Pacific Railway Verträge mit anderen Eisenbahngesellschaften geschlossen. Und umgedreht gab es dann Schiffe, die von Liverpool nach Kanada. Vornehmlich Quebec, aber dann je nach Wintermonaten auch andere Häfen der Ostküste Kanadas angelegt haben, sodass man mit der Canadian Pacific Railway im Grunde genommen die Welt umkreisen konnte. Ja, du konntest in, in Liverpool äh, ins oder aufs Schiff gehen, mhm. dann konntest du nach Quebec fahren, konntest dann mit der Eisenbahn nach Vancouver und da wieder ein Schiff der Linie besteigen und dann eben nach Asien dich begeben. Also du konntest da wirklich, wie du das beschrieben hast, schon eine Weltreise machen. Jetzt ist es so, dass wir uns da im Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert in einer Zeit befinden, wo... Das größte äh, Geschäft eigentlich, was, was diese Reisen angeht, noch gar nicht so sehr im Bereich der Vergnügungs- und mhm. äh, Tourismusreisen mhm. liegt. Das beginnt zwar auch gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann, äh, aber noch ist es mehr die äh, Migration die da eine Rolle spielt. Und äh, ganz, ganz ähm, viel vom Tagesgeschäft der Empress of Ireland und auch des Schwesterschiffs Empress of Britain bestand eben darin, Menschen, die auswandern wollten oder eben ausgewandert waren und dann wieder in ihre Heimat zurückkehren wollten, entweder vorübergehend oder ganz, zu transportieren. Also das war das Hauptgeschäft und im Grunde genommen äh, unterschied sich darin auch ein bisschen die Empress of Ireland von der Titanic. Es waren weniger Gäste in der ersten Klasse und was vor allen Dingen sehr, sehr gut ausgenutzt wurde, war die zweite und die dritte Klasse. Mhm. Und äh, ein weiteres Geschäft, was sich da natürlich daran anschloss, war die... Uh, Beauftragung durch die uh, britische Post, The mhm. Royal Mail. Uh, das war natürlich auch ein weiteres Geschäft. Natürlich war Kanada noch Bestandteil des Commonwealth und insofern uh, war da uh, die Canadian Pacific dann auch beteiligt daran, Post zu transportieren und deshalb konnte dann die Empress of Ireland irgendwann auch den, das Kürzel RMS ertragen, weil sie dann einen Vertrag hatten. Das war mit Strafen versehen, wenn man die Post nicht pünktlich zugestellt hat. Aber es wird eben berichtet, dass Canadian Pacific sehr, sehr lange immer die Fristen eingehalten hat. Das heißt, diese Schiffe dienten natürlich verschiedenen Zwecken und natürlich äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten wir eben noch nicht Flugzeuge, äh, die das dann natürlich mal schnell übernehmen konnten. Aber so wie sich die um, Canadian Pacific um, dann entwickelt hat, gehörten irgendwann, dann, auch als Flugzeuge der Flugverkehr dazu, dazu kam, auch Flugzeuge zur Flotte. Und dann irgendwann hat man halt in der Unternehmensentwicklung auch festgestellt, dass sich der äh, die Hauptlast eben von den Schiffen weg äh, und auch sogar von den Zügen weg auf den Flugverkehr verlagert. Mhm. Und ein weiterer Unterschied und jetzt kommen wir so ein bisschen, du hast schon gesagt Liverpool und du hast schon das Jahr 1914 angesprochen, aber wir können noch mal sagen 1906 ab Juni hat dann die Empress of Ireland mit ihrem Schwesterschiff, du hast es schon genannt, die Empress of Britain, den regelmäßigen Verkehr aufgenommen. Das heißt diese beiden Schiffe fuhren im Grunde genommen immer so aneinander vorbei. Genau, in einem wöchentlichen Betrieb äh, hinüber. Und das hat dazu geführt, dass 1914 die Empress of Ireland seit acht Jahren unterwegs war, Hunderttausende von Passagieren äh, transportiert hat. Also das war im Grunde genommen, wie soll man sagen, Tagesgeschäft. Ta ein Tagesgeschäft völlig normal, <laughs> da hat sich auch kaum jemand Gedanken gemacht. Und du hast es angesprochen, die Empress of Ireland hatte man anders konstruiert und mit anderen ja. Sicherheits. Dingen versehen, äh, auch nach der Erfahrung mit der Titanic. Es gab also genügend. Rettungsboote an Bord, äh, Boote an Bord, im Grunde, um mehr Menschen aufzunehmen als auf das Schiff passen. Auch Nicht mehr aus Holz, sondern wirklich ähm, aus, aus ja, Stahl wahrscheinlich dann Metall, Metall dann, auf, genau. auf jeden Fall die sehr sehr robust waren und ähm, wie gesagt man konnte 300 mehr Passagiere dort unterbringen als üblicherweise äh, an Volllast dort äh, fuhren auf dem Schiff. Zudem hatte die Empress of Ireland äh, wasserdichte Tore, so dass man den Rumpf ab trennen konnte. Also im Falle von Wasser, das in das Schiff eindringt, hätte man Türen schließen können, so war der Plan. Und zwei dieser dann abgetrennten Bereiche hätten komplett voll laufen können und das Schiff wäre nicht gesunken. Also all das waren Sicherheitsmaßnahmen, die man ergriffen hat, um das Schiff möglichst sicher zu machen. Ich weiß gar nicht, ob diese Tore im Nachhinein eingebaut sind oder eben schon eingebaut waren, weil das Schiff ja im Grunde genommen älter, als die Handig war. Aber ein, sagen wir mal, für die damaligen Verhältnisse sehr, sehr sicheres Schiff mit, mit einer gut geschulten Crew, die auch -hmm. genau wusste, was sie im Notfall zu tun hat, und einer sehr, sehr modernen Funkanlage auch an Bord. -hmm, genau. Auch das war eine neue Funkanlage, war an Bord und das Schiff fuhr mit so einer an sich durchschnittliche Geschwindigkeit von 18 Knoten. Das war so die normale Reisegeschwindigkeit. Sie konnte bis zu 20 Knoten fahren. Also so irgendwas bei Mitte 30 Stundenkilometer war die Geschwindigkeit, was für die damalige Zeit relativ flott gewesen ist für ein Schiff, was den Atlantischen Ozean überquert hat. Genau, also man hat äh, dann äh, mit knapp 1500 Seelen an Bord, Crew und Passagiere zusammengenommen, den Hafen verlassen mhm. und bis dann den St. Lorenz-Strom heruntergeschippert und mhm. hatte bis zu einem gewissen Punkt, das war üblich, einen Piloten an Bord, der einen da durch diese Gewässer durchlotst. Mhm. Und äh, auch das war eben die normale Vorgehensweise, äh, denn der St. Lorenz-Strom, dazu sollten wir vielleicht auch noch zwei Worte verlieren, galt ohnehin als etwas, unberechenbar wegen starker Strömungen, die teilweise ähm, nicht so ganz gut einzuschätzen waren, wegen Nebelbänken und ähm, auch äh, gerade zu der Jahreszeit Ende Mai noch ähm, auch sehr, sehr kalten Gewässer, die wir da haben. Also mhm. die Bedingungen waren schon etwas rauer. Das war jetzt keine äh, ja, Vergnügungsflussrundfahrt, obwohl es im Grunde genommen ja für die Reederei Routine war, was da ablief. Ja, man muss natürlich sagen, obwohl, wenn man sich das auf der Karte anguckt, das alles sehr, sehr groß wirkt, fährt man mit großen, auch langsam zu manövrierenden Schiffen. So ganz tief ist der St. Lorenzstrom strom auch nicht an allen Stellen, also auch darauf wurde geachtet. Wir haben übrigens gar nicht erwähnt, das kann man vielleicht nochmal sagen, wenn man nochmal auf den St. Lawrence-Strom und Quebec, da wo das Schiff abgelegt ist, eingeht. Die Canadian Pacific Railway hat unter, unter, an der Strecke ganz tolle Hotels ja. gebaut und der am einen oder anderen hat die eine oder andere hat vielleicht schon mal von dem Chateau Frontenac in Quebec gehört. Das ist tatsächlich eins dieser Luxushotels, auch heute übrigens noch ein absolutes Luxushotel, die aus der Zeit der Canadian Pacific Railway entstanden sind. Auch das sollte gerade die etwas vermögenderen Menschen, also nicht diejenigen, die da tatsächlich ähm, nach Kanada einwandern wollten bewegen dieser bahnreise äh, auf sich zu nehmen weil man dann unterwegs an ganz tollen hotels anhalten Und, äh, konnte auch daran sieht man sehr sehr schön gut dass du das nochmal erwähnst dass eben genau in dieser zeit ähm, die vergnügungsreise der tourismus ähm, beginnt wirklich auch Langsam. eine größe zu werden mhm. ja also eine langsame Entwicklung. Mhm. Genau, der Lotse ist an Bord. Man fährt also los für Mai, äh, auch um das einzuordnen, das Wasser so um die 0 Grad. Also weil man so denkt, na, wie ist denn so das Wasser? Also richtig kalt ähm, tatsächlich. Und wir befinden uns dann so langsam an der Stelle, so wird es beschrieben, wo das Süßwasser, das Sandlorenstrom, dann in das Meerwasser übergeht. Ähm, an einem Punkt der Fathers Point oder genau, Point po Au -Pair. im Französischen äh, Franco-Kanada, da befinden wir uns natürlich, wird dann der Lotse so von Bord gelassen. Und wir befinden uns am 29. Mai in der Nacht mhm. oder in den frühen Morgenstunden um 1.30 Uhr ungefähr hat man den Lotsen, den ähm, Piloten eben dort. Von Bord gehen lassen mit einem Boot und es äh, ist ab dort dann eben weiter gesegelt, also gesegelt sage ich schon. Also schon, nach, schon Schiff, genau. Genau. Ähm, äh, Was man auch noch sagen kann, das ist wichtig, dass du sagst, es war die erste Nacht, das heißt alle Passagiere, egal welcher Klasse, waren typischerweise gerade aufs Schiff erst gegangen. Am, am, Vortag, am Vortag, am 28. um halb fünf ist man losgegangen. Genau. Also insofern schliefen die allermeisten der Passagiere. Die Empress of Ireland war dann so, ich sage jetzt mal, linksseitig dann im St. Lorenzstrom unterwegs. Das war so die typische, äh, typische Route, ähm, die Schiffe, die hinausfuhren, hatten. Und dann gab es eine Begegnung mit einem Collier, sagt man das so. Schiff, Kohletransporter. Kohletransportschiff. Am norwegischen, ja. norwegischen, der Storstad, wenn wir das so halbwegs norwegisch aussprechen, die dann auf der rechten Seite der Empress of Ireland entgegenkamen. Man konnte die Positionslichter gut erkennen. Das heißt, Grün war, für Steuerbord, Rot für Backbord. Genau, was man im Grunde genommen gesehen hatte, waren zunächst mal die, die weißen großen Lichter. Und äh, was dann passierte, ist etwas, was nicht ganz unüblich äh, war, denn hier kam dann äh, äh, schon wärmere Luft auf das, wie gesagt, sehr kalte Wasser und traf drauf und so es entstand Nebel. Und das ist so langsam der Beginn der äh, schlimmen Ereignisse, die stattfanden. Also der Nebel kam relativ schnell, das heißt die Schiffe haben sich zwar gesehen und auch verständigt und dann... Äh, sahen Und, äh, die Schiffe sich nicht mehr untereinander. Also, man, man kann das äh, konstruieren, da werden wir auch noch darauf eingehen, durch die Aussagen hinterher vor Gericht. Man hatte beide Kapitäne äh, vor Gericht, die äh, ihre Aussagen gemacht haben. Und ähm, es war wohl der Plan, so hatte man sich... Geglaubt zu verständigen, Grün an Grün äh, aneinander vorbeizuwahren. Also Steuerbord an Steuerbord. Genau, das müssen wir nochmal beschreiben für diejenigen ja. die jetzt nicht so ganz sattelfest sind. Also Steuerbord, die Echt? rechte Seite eines Schiffes und wenn sich zwei Schiffe begegnen, an der, also an der rechten Seite des Schiffes, an Steuerbord gibt es grüne Positionslampen und an der Backbordseite rote Positionslampen. Das kann man sich, oder ich merke es mir immer so, weil in Steuerbord mehr Rs vorkommen genau. als im Backbord. Ja. Deswegen ist das dann ja. mehr rechts <laughs> als Backbord. <laughs> Und genau wie Alexa beschreibt, also die Schiffe sahen sich und im Grunde genommen musste man davon ausgehen, dass man grün an grün aneinander vorbeifährt. Also beide Schiffe halten einfach ihren Kurs und dann kann im Grunde genommen nichts passieren. Und dann setzte aber der Nebel ein, die Schiffe sahen sich nicht mehr. Und dann gab es im Grunde genommen so den, nochmal ein so wird es zumindest beschrieben, Signal auch der Nebelhörner. Man hat sich dann aber bestätigt. Und ich versuche mal vielleicht hier kurz einzuspielen, wie das dann geklungen haben kann. Denn die Empress of Island hat so bekannt gegeben, wir fahren jetzt ein bisschen langsamer. Ähm, nur dass ihr das wisst. Und die Antwort der Storstad äh, war dann eben ein Bestätigungston durch das Nebelhorn. Und ich will das mal gerade versuchen einzuspielen, wie das ungefähr geklungen haben könnte. Das sind natürlich keine Originalaufnahmen, sondern das habe ich ein wenig zusammengebastelt. Nochmal, um es ganz präzise zu sagen, ein langer Nebelhornton heißt, wir halten Kurs. Mhm. Das war sozusagen diese Absprache, die man getroffen hat. Und danach ähm, kompletter Nebel, keine Sicht. Und was dann zumindest der Kapitän Candle, der Empress of Ireland beschreibt, ist, dass er ganz plötzlich an Steuerbord die, nicht die Positionslampen, sondern die normalen Navigationslampen der Storstadt gesehen hat. Also das glaub, heißt. quasi gerade aufs Schiff zu. Seitlich, genau. Also seitlich mhm. gerade frontal aufs Schiff zu. Und was passierte, war dann auch tatsächlich, dass die Storstadt, die Empress of Ireland, zwischen den beiden Schornsteinen, die das Schiff hatte, gerammt hat und jetzt kommen wir nochmal auf so eine Besonderheit der Stormstart hinzu, also das war ein vollbeladenes Kohlenschiff, das tief im Wasser lag und die Stormstart hatte zur damaligen Zeit gar nicht so ungewöhnlich einen Bug wenn man Kinder also, bittet, heute ein Schiff zu malen, dann malen die immer so einen spitzen Bug, der nach oben hin spitz wird. Das war aber das also Dorstadt, quasi vom, vom Schiff wegragt. Genau. Und äh, es war äh, im Prinzip umgekehrt hm. bei das Storstadt. Äh, der Bug, also der obere Teil des Schiffes, war dem äh, den Masten sozusagen zugeneigt. Genau, es war so ein umgedrehtes Schiff, das war unten, unter der Wasserlinie, viel weiter vorne, um es mal so zu formulieren. Und vermutlich auch verstärkt. Und verstärkt, genau. Und das, genau, der, genau der, der wichtige Punkt, das war auch verstärkt, weil natürlich Dorstedt aus Norwegen stammt, gelegentlich auch durch Wasser mit Eisschollen fuhr und damit auch in der Lage versetzt war, natürlich in die Lage versetzt war, äh, Eis zu brechen. Das heißt, in dieser Kombination ist die Storested, so wird es dann hinterher in ein, zwei Dokumenten beschrieben, wie ein Messer in die Rippen der äh, Empress of Ireland äh, gefahren und hat mehrere Meter großes ja. Loch gerissen. Das waren wohl sieben Meter unter der Wasserlinie, sechs Meter oberhalb oder umgekehrt, bitte nagelt mich nicht drauf fest, und fünf Meter breit. Mhm. Also ein, ein riesiges Loch, das da sofort in den Schiffskörper ge gerissen wurde. Und jetzt ist es so, du hast es gerade als, als Messerstich beschrieben, was macht man am besten, wenn man eine Messerwunde hat, man zieht das Messer nicht raus. Also wäre es gut gewesen, wenn der Kapitän der Storstad dafür gesorgt hätte oder Dafür hätte sorgen können, dass das Schiff sich nicht von der Empress of Ireland wegbewegt und somit den Rumpf aus der Messer, also aus dieser Wunde zieht, damit es, weniger Wasser eindringt. Da gibt es Schreibungen, dass der, der Kapitän der Empress of Ireland mit, einem, äh, mit so einem Horn, mit so einem Trichterding tatsächlich dann auch auf die äh, Steuerbordseite gegangen ist und gerufen hat: gebt weiter Vollgas. Ähm, wie sehr das belegt ist, kann man nicht sagen, es wird mhm. zumindest beschrieben, also diese Anweisung, das hat aber nicht funktioniert und die ähm, Starsted hat sich dann gedreht und ist dann quasi so rückwärts fahrend äh, dann wieder weggerissen worden von der Empress of Ireland und wir können die Ereignisse jetzt gleich ähm, noch ein bisschen ausführlicher beschreiben, aber Kurzfassung ist, die Empress of Island ist binnen 14 Minuten, so wird's immer wieder tradiert. Da wir nachher vielleicht auch noch zwei Worte drüber. Finden, ja. äh, gesunken. Mhm. Und zwar komplett. Und es waren dann eben nur knapp über 400 Menschen, die am Ende gerettet werden konnten und 1012 Menschen verstarben. Jetzt könnte man ja sagen, aber wie kann das sein mit den vielen Rettungsbooten mhm. mit 2200 Schwimmwesten, also wesentlich mehr Schwimmwesten an Bord, als Passagiere dort waren? Wie konnte es dazu kommen, dass so viele Menschen verstorben sind? Man hat hinterher, und jetzt wird es wirklich traurig und unheimlich rekonstruieren können, dass sehr viele Menschen schon allein bei dem Einschlag getötet wurden dass gar nicht mal so viele Menschen einfach ertrunken sind hinterher, sondern dass sie durch umherfliegende Teile verletzt wurden, mhm. durch den Versuch auch durch dann ein nach ein paar Minuten schon stockdunkles Schiff mit schwerster Schlagseite irgendwo an Deck zu klettern verletzt wurden. Und ähm, das große Problem war eben genau diese Schlagseite. Also viele Menschen in der dritten Klasse sind ertrunken, bevor überhaupt sie noch irgendwie gemerkt haben, was da gerade passiert. Mhm. Nach wenigen Minuten, es wird immer gesagt, nach sechs äh, Minuten ist bereits der Strom, also auch das Licht ausgefallen. Es war stockduster und man musste dann versuchen, ähm, sich durch äh, eben diese Gänge mit äh, Schlagseite irgendwo durch Treppenhäuser äh, an Deck zu tasten, ja fast. Durch ein Labyrinth und durch ein Schiff, das man gar nicht so gut hatte kennenlernen können, weil man erst so kurz an Bord war. Ja. Also die, die Voraussetzungen waren denkbar schrecklich. Die paar Boote man sagt manche sagen vier manche sagen fünf die man zu Wasser lassen konnte also die Rettungsboote wurden auf der Steuerbordseite äh, zu Wasser gelassen aber es, es sind viele auch äh, direkt verunglückt bevor das überhaupt passieren konnte also auch die Rettungsboote waren nicht wirklich eine Hilfe Genau durch die starke Neigung zur Steuerbordseite war eben das ganz schwierig das Schiff zu verlassen weil man gar nicht Treppen so richtig hoch kam. Und das Problem war, dass die ganzen ähm, Rettungsboote, die man hätte auf der Backbordseite ablassen können, auch das ist versucht worden, entweder dann einfach auf dem Schiff liegen geblieben sind mhm. oder aber beim Herunterlassen äh, im Grunde genommen auf dem Schiff selber gekentert sind und die Menschen dann in das eiskalte Wasser gefallen sind und da dann in der Regel auch eher an äh, Unterkühlung verstorben sind, als dass sie ertrunken sind. Das heißt, durch diese krasse Schieflage konnte man die Rettungsboote nicht einsetzen. Es ging rasend schnell. Das Schiff ist extrem schnell vollgelaufen. Das können wir gleich noch kommentieren, woran das wohl gelegen hat. Äh, natürlich das Riesenloch, der Hauptgrund, aber es hat natürlich noch andere Gründe gegeben. Und nach. Äh, fünf sechs Minuten Stromausfall und dann hat sich das Schiff komplett auf die Steuerbordseite gelegt. Da konnten sich dann viele Menschen erstmal noch äh, auf die Backbordaußenwand außenwand des Schiffes retten. Die sind dann durch die Bullaugen zum Teil ähm, auf das äh, auf die Backbordseite des Schiffes, also auf die Außenseite drauf geklettert. Aber da waren eben schon die, die Rettungsboote nicht mehr verfügbar und dann ist das Schiff relativ schnell gesunken. Wir wissen, dass dabei auch eine downforce entsteht man wird dann also auch mit dem ein schiff sog. ein stück weit mit nach, ein, ein sog mit nach unten gerissen und so war es relativ schnell um die Menschen an Bord der Empress of Ireland geschehen. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Erinnerung an die Zeitachse. Also so ungefähr um halb zwei Uhr morgens hat man den Lotsen von Bord gehen lassen. Und um 1.55 Uhr, so also wird das berichtet, und so kann man das auch durch die äh, Funksprüche rekonstruieren, ähm, hat die Kollision stattgefunden. Man äh, hat auch relativ schnell, und da ist eben auch wieder ähm, der Verdienst, den äh, Funkern zuzurechnen, Hilfe alarmieren können, die die Hafenbehörden, also Pont au Père zum Beispiel, informieren können, was da geschehen ist. Und dennoch, obwohl auch sehr, sehr schnell Hilfe ähm, losgeschickt wurde. Ähm, kam diese Hilfe eben doch zu spät. Man hat zwar einige ähm, Menschen retten können und auch die Storstadt, die zwar stark beschädigt war, aber nicht gesunken ist, hat dann ähm, ist dann umgekehrt und hat auch Menschen an Bord genommen und versucht, äh, Menschen aus dem Wasser und auch von den Booten zu retten. Äh, und dennoch sind eben 1012 Seelen ähm, verloren gewesen nach diesem Unglück. Vielleicht fangen wir mal an, äh, darüber zu sprechen, warum das Schiff so schnell gesunken und vollgelaufen ist. Und da muss man sagen, dass hier zumindest zwei Verfehlungen auf Seite der Empress of Ireland stattgefunden haben. Zum einen in dem Moment, wo Nebel auftritt, oder fangen wir noch mal anders an, äh, wo ich kann sagen, in dem Moment, wo Nebel auftritt, ähm, es, sollten diese Schutztore Unterdeck geschlossen werden, um die einzelnen Abteilungen voneinander abzuriegeln. Jetzt ist es bei diesem Schiff aus dem Jahr 1906 nicht so gewesen, dass man oben an der Brücke einen Knopf gedrückt hat und dann gehen diese Türen zu, sondern da hätte jemand unter Deck diese Türen von Hand schließen müssen. Das waren einige Türen, das war auch ein relativ aufwendiger Prozess, vielleicht nicht ganz so einfach. Also diese Türen, wie man dann hinterher bei Tauchgängen festgestellt hat waren nicht geschlossen. Das heißt, nicht nur ist dieser Bereich vollgelaufen, in der das Loch gerissen war, sondern das Wasser konnte komplett in das Schiff hineinlaufen. Ein weiterer Aspekt, der ungünstig hinzukam war, dass man äh, sich an eine weitere Regelung nicht gehalten hat, nämlich, dass alle Bullaugen geschlossen werden müssen, wenn man dann auf äh, die Fahrt geht. Im Hafen sind die meist geöffnet und man hat sie offen gelassen. Zur besseren Ventilation, damit das Schiff gut durchgelüftet wird ähm, und damit frische Luft reinkommt. Je nachdem, auf welcher äh, Etage man ist, äh, ist es vielleicht auch warm, vielleicht gibt es sogar Wärme unten aus dem, aus dem ähm, Deck, aus dem die... Die unterwegs ist, das kann ich nicht sagen, aber so wird berichtet, man hat aus Belüftungsgründen <laughs> diese Bullaugen und Fenster offen gelassen. Und das ist jetzt natürlich eine ungünstige, ungünstige Verkettung. Denn zum einen ist das Wasser hineingelaufen, das Schiff ist in eine Schräglage gekommen und durch die offenen Bullaugen, das ist nämlich genau der Grund, warum man sie schließen sollte, ist mehr und noch mehr Wasser in das Schiff gekommen, was natürlich diese Schräglage sehr, sehr begünstigt hat und dann dazu geführt hat, dass das Schiff sehr, 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 sehr schnell vollgelaufen ist und es gar keine Rettung geben konnte, das Wasser aufzuhalten, was da reingelaufen ist. Und das sind zwei Verfehlungen, die muss sich zumindest der Kapitän der Empress of Ireland dann gefallen lassen, der interessanterweise als das Schiff dann komplett sich auf die Seite gelegt hat, dass es relativ schnell passiert und relativ ruckartig von der Brücke gefegt worden ist, ins Wasser gefallen ist und da dann auch tatsächlich gerettet worden ist und der Captain Kendall, der dann, das war irgendwie seine erste Fahrt mhm. ja, als Kapitän kurz vorher erst übernommen von dem Vorgänger, genau, äh, als der an Bord der Starstead dann gekommen ist, hat er dort zu seinem äh, Kollegen im Grunde genommen gesagt, du hast mein Schiff versenkt. Ähm, es hat natürlich eine ausführliche Untersuchung dann äh, gegeben. Vorsitzender war der Ehrenwerte John Charles Bigham Lord Mercy und der hatte schon zwei Jahre zuvor äh, auch die Titanic-Katastrophe untersucht. Und im Rahmen dieser Anhörung mit sehr vielen Fragen, die auch mehrere Tage dann auch tatsächlich äh, stattfand, ich glaube mehr als zehn Tage hat dieses ganze Untersuchungsverfahren auch gedauert, ähm, sind im grunde genommen zwei geschichten erzählt worden die eigentlich nicht zueinander passen konnten. wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen alexa hat es angedeutet dass die ähm, empress of ireland davon ausgegangen ist dass man grün an grün aneinander vorbeifährt äh, und somit quasi nichts hätte passieren können und kendall ist auch immer bei der aussage geblieben dass die empress of ireland niemals den kurs Verändert hat, wie man es ja auch nicht macht. Und auch nicht mehr mit voller Kraft gefahren, gefahren ist. ist. Genau, also quasi, er hat im Grunde genommen angehalten, er mhm. nahezu angehalten, er hat Kurs gehalten, also insofern kann nur die Storsted schuld gewesen sein. Interessanterweise gab es von Seiten der Storsted die Aussage, dass man kurz bevor der Nebel dann die Sicht komplett genommen hat, ähm, die rote Positionsleuchte gesehen hat, der Empress of Ireland. Und das kann ja nur sein, wenn das Schiff. Eingedreht hätte, also mal ganz blöd gesagt auf, nach rechts, also nach Süden im St. Lorenz Strom gedreht hätte. Und das hat dazu geführt, dass man dann an Bord der Storset entschieden hat, okay. Die wollen die rot wollen, an rot. Die wollen rot an rot an uns vorbeifahren. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die Storset dann auch eingedreht hat. Nach und zwar Steuer. nach Nord, nach Steuerbord, genau. genau, nach rechts von denen aus, also nach Norden. Ähm, das ist nicht aufgelöst äh, geblieben, zudem hat die Storstedt immer gesagt, die haben auch gar nicht angehalten, das Schiff hat Fahrt gemacht, die Empress of Ireland bei den Untersuchungen am Ende kam heraus, dass man belegen konnte, dass die Storstedt den Kurs geändert hat, weil sie eben natürlich seitlich in die Empress of Ireland hineingefahren ist und damit wurde der Storstedt dann die Schuld gegeben. Und äh, Kendall hat dem Anderson auch noch vorgeworfen, dass er dann zurückgesetzt mhm. hat und damit sein Schiff aus dem Loch herausmanövriert hat, was natürlich zu mehr Wasseraufnahme und schnellerer Wasseraufnahme geführt hätte. Exakt. Äh, es gibt jetzt, also das klingt natürlich jetzt irgendwie nicht so wirklich zu vereinbaren und man sagt irgendwie, man muss doch gelogen haben oder was ist denn da jetzt wirklich passiert, man kann es eben nicht einordnen. Wir werden euch eine Doku verlinken, die es dann so Anfang der 2000er gegeben hat, wo man das nochmal versucht hat zu rekonstruieren, alles. Da muss man sagen, es ist eine Fernsehdoku, man muss es vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber die Hypothese, die dort aufgestellt wurde und die ich zumindest für plausibel also halte, und nochmal, also sie haben da die Werft äh, mit einbezogen, in der damals die Empress of Ireland gefertigt mhm. wurde. Und mhm. äh, in, insofern hat man die Menschen da auch mit ins Boot geholt, äh, deren Vorgänger äh, damals äh, mit der Konstruktion am größten oder am, am besten vertraut ja. gewesen sind. Also man hat da schon Leute, die als Experten auf dem Gebiet gelten können, zu Rate gezogen und hat dann experimentell tatsächlich in so einem Wasserkanal mit Modellen versucht, den Unfall nachzustellen. Mhm. Aber ähm, dennoch, das, was Alexander sagt, gilt natürlich immer schön skeptisch bleiben äh, und diese Ergebnisse mit Vorbehalt ähm, akzeptieren. Was mir bei dieser Doku aufgefallen ist, also es ist nicht ganz so schlimm wie Ancient Aliens, also das muss man ganz klar sagen, sonst war schon alles ein bisschen plausibler, was da erklärt wurde. Was ich gemerkt habe und wobei ich philosophiert habe, ist, dass ich keine Ahnung davon habe wie sich große Schiffe auf See verhalten und wie man tatsächlich solche Schiffe steuert oder was man beachten muss. Naja, oder auf See ja nicht mal in einem Flusslauf, der auch noch äh, Strömungen hat, die wir beide als Nicht-Experten noch genau. viel weniger einschätzen können. Also, ja. also alles bitte mit Vorsicht genießen. Das ist eben was anderes, als wenn man einen Pkw steuert. Das muss man auch noch mal, glaube ich, äh, realisieren und verstehen. Aber in dieser Sendung wird die Hypothese aufgestellt, dass Grün an Grün das Thema war. Jetzt kann man aber sagen, warum hat dann die Starset irgendwann die rote Positionsleuchte gesehen? Und äh, da gibt es zumindest die Hypothese, dass die Empress of Ireland ja, ähm, wie soll man sagen, Termine einhalten wollte und jetzt auch nicht so viel Zeit verlieren wollte. Und ich habe ja schon gesagt, man war im Postschiff, man wollte also immer auch pünktlich die Post abliefern, weil man sonst hätte Strafe zahlen können, so dass die These aufgestellt wird, dass die Empire of Island eine kleine Kurskorrektur vorgenommen hat, um im Grunde genommen... Ein bisschen enger an der Storstead vorbeizukommen und dann relativ schnell wieder auf dem Kurs zu sein, mit dem man am schnellsten aus dem St. Lorenzstrom raus und dann auf die Strecke Richtung Liverpool gekommen wäre. Was heißt das jetzt, wenn man so ein Schiff so ein bisschen Kurs korrigieren will, dann muss man einmal am Anfang, so wird es zumindest beschrieben in dieser Doku, eine etwas stärkere Lenkbewegung machen und dann sofort wieder einlenken. Und so ein großer Pott dreht sich dann zunächst mal stark ein und wechselt dann wieder auf einen geraden Kurs. Wenn jetzt also, und das ist die Hypothese, die Storeset genau dieses Manöver noch, bevor der Nebel gekommen ist, gesehen hat, dann kann sehr wohl der Eindruck entstanden sein, oh, guck mal, die kommen doch rüber, Lass mal lieber rot an rot ja. fahren. Und wenn dann die Storstead Richtung Norden, also nach Steuerbord, nach rechts eingelenkt hat, würde es auch dann erklären, warum, wenn die Empress of Island dann wieder sozusagen gerade gestellt hat, die beiden Schiffe sich so getroffen haben, wie sie sich getroffen haben. Und ein weiterer Aspekt, der da für mich allerdings hochplausibel erklärt worden ist, ist die Tatsache, dass wenn die Storstead ähm, auf ein nahezu stehendes Schiff aufgefahren wäre, dann hätte sie wäre sie verweilt in der Seite der ja, äh, Ireland. genau, wäre nicht umgeschwungen, dass die Starset sich quasi an der Seite der Empress of Ireland gedreht hat und dann rückwärts dann auch weggeschleudert worden ist, lässt sich eher dadurch erklären, dass die Empress of Ireland mit einer relativ großen Geschwindigkeit unterwegs gewesen äh, ist. Eine weitere Hypothese zu dieser die zu dieser passt, hatte ich noch im Netz gefunden. Und die besagt, dass das ähm, Passieren Rot an Rot eigentlich üblich gewesen wäre mhm. und äh, Captain Kendall das mit seinem Manöver verhindert hat. Das ist ein Untersuchungsergebnis einer ähm, ja, Untersuchung, die auch in Montreal stattgefunden hat, allerdings durch die norwegische Seefahrtsbehörde. Und die hat Anderson dann von der Schuld freigesprochen und eben, wie ich gerade beschrieben habe, die Verantwortung eher auf Seiten von Captain Kendall gesehen. Was wir festhalten können, ist natürlich ein massiver Verlust von Menschenleben, den wir hier erlebt haben. Wir haben erneut erlebt, im Grunde genommen, wie ein Schiff, das als sehr sicher galt. Wir erinnern uns ja an die Titanic, das unsinkbare Schiff. Äh, auch das war ja nicht haltbar. Ähm, und wir, wir lernen also aus dieser Geschichte zum einen, dass die Natur mit Nebel, die See, eine große Herausforderung ist und menschliches Versagen, egal jetzt, auf welcher Seite es mhm. am Ende gewesen ist, also ich möchte da nicht Richter sein, ähm, dann zu diesem äh, tragischen Unfall geführt hat. Wir können aber an der Geschichte der Empress of Ireland noch ein paar Sachen mehr festmachen, im ja, Grunde genommen. Einmal, äh, wie wir auch im Nachhinein mit solchen Ereignissen umgehen. Mhm. Also der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat sicherlich damals dazu geführt, dass... Das Ereignis, zumindest bei denen, die nicht unmittelbar davon betroffen waren sehr schnell in Vergessenheit geraten ist und das Medienecho auch bei weitem nicht so intensiv gewesen ist wie zwei Jahre vorher bei der Titanic mhm. es gibt eine Augenzeugin die 1995 gestorben ist die als Kind eben diesen Untergang der Empress of Ireland miterlebt hat wir hatten vergessen zu erwähnen, dass 167 der Passagiere aus Mitgliedern der Heilsarmee und den Familien oh ja. bestanden haben die in der zweiten Klasse, Mitgereist sind und die Tochter eines Mitglieds in der Halsarmee hat eben hautnah diese schrecklichen Ereignisse miterlebt und hat dann wirklich sehr eindringlich beschrieben, wie sie diese Nacht erlebt hat. Sie hat ihre Eltern verloren bei dem Unglück und man merkt ihr selbst im hohen Alter in den Fernsehberichten, in denen sie dann zu Wort kommt, noch an wie traumatisch ja. diese Ereignisse gewesen sind. Ähm, man merkt wirklich, wie ihre Stimme bricht, als sie darüber berichtet. Und ähm, es ist natürlich wichtig, dass wir solche Ereignisse im Gedächtnis behalten, dass wir die Menschen ehren und mit Respekt behandeln, die eben dort verstorben sind oder eben auch ihre Angehörigen mit Respekt behandeln, die dort eben so äh, schreckliches erfahren haben oder schreckliches Leid in den Familien erlebt haben. Und wie du angedeutet hast, ähm, müssen wir eben daran einfach ablesen, ähm, dass, dass wir Menschen vor sowas nicht gefeit sind. Also, man kann jetzt natürlich sagen, hätten sie damals schon Radar gehabt, äh, dann hätten sie auch im Nebel die Position des anderen Schiffes bestimmen können, dann wäre das alles nicht passiert. Aber es ist natürlich immer, die Frage, ob uns selbst noch so ausgefeilte Technik wirklich vor allem schützen kann. Und man kann auch ähm, an diesen Ereignissen ablesen, wie wir Menschen auch über so etwas erzählen und was für äh, Dinge, in welchem Kontext wir dann hinterher auch zuschreiben. Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass die Schiffskatze Emmy äh, viele, viele Fahrten der Empress of Ireland mitgemacht hat und da als Mäusefänger an Bord gewesen ist. Und vor dieser Fahrt, vor dieser Schicksalshaften am 28. Mai 1914, ist sie dann aber kurz vor äh, Abfahrt wieder von Bord gegangen und hat dann wohl vom Dach eines Schuppens, so wird es immer beschrieben aus, die Abfahrt sich angeschaut und ist dann eben diesem Unglück entgangen. Und dass diese Geschichten so weitergegeben werden, ähm, daraus können wir einiges ablesen, nämlich einmal, dass wir Katzen... Oder auch ähm, anderen Tieren immer so etwas wie Vorausschau oder Hellsicht gerne zuschreiben. Also Katze XY, Hund XY hat äh, sich komisch verhalten kurz bevor ein Erdbeben anstand oder, oder ähnliche Dinge. Ähm, oder eben diese fast magisch angehauchten... Äh, Geschichten von Haustieren, die vorausahnen, wann die Besitzer zurückkommen oder ja. dass den Besitzern etwas passiert ist, obwohl sie ganz weit weg sind, hätten die Tiere das dann gemerkt. Also all diese Narrative spielen dann eine Rolle und im Nachhinein bewerten wir solche vielleicht völlig zufälligen Ereignisse, wie eine Katze geht von Bord, äh, auf einmal vollkommen anders und schreiben ihnen dann so quasi magische Bedeutung zu. Und zum anderen müssen wir noch auf eine interessante Geschichte zu sprechen kommen, die Captain Candle betrifft. Aha. Der war ja nicht immer auf der Empress of Ireland. Der war vorher auf dem Schiff, auf einem Schiff namens Monrose. Also der hatte auch schon einige Seemeilen ähm, absolviert und war eigentlich recht routiniert. Und diese Reise auf der Monrose, äh, diese eine bestimmte, ist insofern sehr, sehr wichtig, weil auf dieser Reise ein gewisser Dr. Harley Crippen verhaftet worden ist mhm. der wiederum im verdacht stand seine ehefrau ermordet zu haben in äh, london und dann mit seiner geliebten auf reisen gegangen zu sein nachdem er da die überreste seiner frau äh, unter dielen äh, oder unter ja, kacheln begraben hat äh, bei sich zu hause und ähm, dieser, dieser Fall der Verhaftung des Dr. Crippen ist insofern ähm, interessant, weil es der erste, die erste Verhaftung ähm, aufgrund drahtloser Kommunikation gewesen ist. Mhm. Denn man hat, also äh, Captain Candle war informiert darüber, dass der gesucht wurde der Crippen und dass der wohl auch an Bord von Schiffen gehen könnte und hat dann die beiden Flüchtigen erkannt. Es wird auch so beschrieben, dass der dass die geliebte von dem Crippen sich auch noch als junger Mann äh, verkleidet hat und trotzdem hat Kernel die beiden erkannt und hat dann ähm, Bescheid gegeben per Funk, dass die also an Bord sind. Und daraufhin ist dann eine, ein Beamter von Scotland Yard an Bord eines anderen Schiffes, der White Star Line, weil es schneller war, gegangen und hat dann die Monroes eingeholt und hat dann dort Dr. Crippen verhaftet. So weit, so gut. Das alleine ist ja schon eine spannende Geschichte, vor allen Dingen aus kriminalistischer Sicht spannend. Es kommt aber noch etwas hinzu, was dann wieder unsere Lust am Erzählen abbildet. Es soll nämlich Dr. Crippen, als er da verhaftet wurde und in Port au Père von Bord geführt wurde, verhaftet und in Handschellen vermutlich, Captain Candle auch noch verflucht haben. Er soll gesagt haben, dass er für diesen Verrat noch bezahlen würde. Und Wer der Empress of Ireland nie irgendwas passiert, hätte die noch jahrelang weiter ihren Dienst getan, hätte da wahrscheinlich kein Mensch äh, über sowas gesprochen. Mhm. Aber dadurch, dass diese Empress of Ireland eben so ein schreckliches Schicksal erlitten hat ähm, und dann auch noch ähm, Kendall gezwungen war als Überlebender Kapitän, das ist ja auch nicht unbedingt üblich, mit diesem Ereignis zu leben, ähm, bekommt das Ganze natürlich eine andere Bedeutung. Also das sind so Dinge, die die werden dann Dr. Crippen zugeschrieben ist. Ich glaube, ich kann nicht ganz gesichert sein, ob er das wirklich gesagt hat, ob er ihn wirklich verflucht hat. Aber das zeigt halt einfach, dass wir gerne solche Geschichten erzählen wollen. Und eine letzte Geschichte, die ich erwähnen möchte, ist auch nicht gesichert. Achtung. Aber zeigt eben auch, ähm, die Art und Weise, wie wir über solche Ereignisse erzählen. Und die betrifft Captain Candle selber, der ja noch weiter gelebt hat und äh, seinen Dienst getan hat. Äh, er soll in einem Pflegeheim in den 60er Jahren, meine ich, dann verstorben sein und hatte vorher aber seine ähm, Autobiografie wohl, seine Memoiren veröffentlicht und hat aber da dieses Ereignis wohl nur ähm, ganz, ganz vage gestreift äh, mit der Empress of Ireland, wahrscheinlich weil es für ihn zu schwierig war, darüber zu schreiben. Und es wird dann berichtet, Achtung, jetzt kommt Ungesichertes von den Pflegerinnen, die ihn da betreut haben, dass er auf seinem Totenbett, als er im Sterben lag, gezwungen war, noch in einer Art Vision diese schrecklichen Ereignisse noch einmal zu erleben. Und ähm, das sagt sehr, sehr viel über uns als Menschen aus, dass wir eben diese Geschichten rezipieren und unter Umständen auch glauben, denn das wäre ja fast so etwas wie eine Wiedergutmachung, ja. die er da erleben musste. Also wenn er schon, weil es für ihn zu schmerzhaft ist, sich davor drückt, sich in seinen Memoiren damit auseinanderzusetzen und eventuell auch Fehler einzugestehen, dann muss doch wenigstens auf dem Sterbebett noch die Erkenntnis erfolgen und er muss seine Sünde sozusagen nochmal erkennen und dieses Ereignis durchleben, fast so wie eine Art Sch Strafe. Ja. Also das sagt äh, letzten Endes weniger über Captain Kenner aus, dieses ungesicherte äh, Narrativ, sondern sehr viel mehr über uns. Und ein letzter Punkt, über den ich dann immer gestolpert bin, ist die Tatsache, dass immer davon gesprochen wird, dass das Schiff binnen 14 <laughs> Minuten untergegangen ja. ist. Das findet man überall. Und ich frage mich immer, wie gesichert ist denn das? Also und ist es eigentlich so relevant? Also es ist sehr schnell gesunken, aber ab ab wann will man denn den Zeitpunkt festlegen, wo das Sinken begonnen hat? Also vielleicht ab der Kollision? Da könnte man noch sagen, die 155, Store wow. hat das wohl mitbekommen oder dokumentiert. Wenn sie da reingerauscht sind in das andere Schiff. Aber ich frage mich immer, wer hat denn in dem Moment, wo wir hunderte von Menschen im Wasser haben? Wir haben hunderte von Menschen, die auf der Backbordseite des auf der Seite liegenden Schiffes sich befinden, um Hilfe rufen, Geschrei, äh, unklare äh, Gemengelage. Wer guckt denn in dem Moment, wo das Schiff dann ganz untergeht, auf die Uhr? Mhm. Und wer führt das dann beides hinterher in den Berichten zusammen? Also ich will nur sagen, 14 Minuten sicherlich werden es keine fünf Stunden gewesen sein. Es werden wahrscheinlich auch keine fünf Minuten gewesen sein, die es gedauert hat, ja, bis das Schiff gesunken ist. Plus minus, das Plus minus X ist hm. auch so eine Geschichte und nur weil es dann irgendwann mal in irgendeiner Zeitung oder vielleicht sogar in dieser Vernehmung dann der Untersuchung festgeschrieben worden ist, wird es äh, übernommen. Da frage ich mich immer, wie, wie, wie haltbar ist genau diese? Krumme Uhrzeit oder ist sie einfach nur so in das, äh, unser allgemeines Gedächtnis es, hineingebrannt? Also was ich mir noch vorstellen könnte, ich will da jetzt kein Wasser in den Wein gießen und sicherlich ist da Skeptizismus auch äh, wichtig, was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass die Storstad, da, die ja äh, in der Nähe geblieben ist, die zwei eigene Probleme hatte aufgrund von starker Beschädigung, aber dennoch manövrierfähig war, dass die das vielleicht irgendwie im Logbuch festgehalten hat. Aber da, das ist jetzt wirklich Achtung meinerseits genau. reinste Spekulation. Ich weiß es nicht. Ähm, eventuell, wer von euch wirklich findig ist, kann äh, sich die Protokolle vielleicht irgendwo aus dem Netz rausglauben, ähm, wenn es die denn gibt oder in irgendwelchen Museen oder so, wenn es diese ähm, Untersuchungs- oder Anhörungsprotokolle irgendwo gibt, da nachgucken. Woher das kommt mit den 14 Minuten, aber klar. Generell einfach aber so. Aber ein die Zeit war einfach unfassbar kurz und leider viel zu kurz, um irgendwas Großartiges zur Rettung zu unternehmen. Ja, und einfach nochmal so der Hinweis: gerade bei so Ereignissen, die 100 plus Jahre alt sind, wo dann so genaue Zeitangaben und solche Dinge äh, gegeben werden, immer bedenken, dass das Menschen sind, die damals die Angaben gemacht haben und dass man da grundsätzlich eben auch ein bisschen skeptisch sein soll, ohne jetzt zu sagen, das stimmt alles nicht. Die also Größenordnung, ist schön, genau. Größenordnung ja. passt nicht. Aber es ist ja. halt so, es ist immer so, man hat das Gefühl, 14 Minuten auf, auf den Schlag ja. genau, hat es gedauert. Und das, da bin ich mal drüber gestolpert, dass sich da alle so einig waren, dass das der Fall gewesen ist. Aber wenn ihr dazu äh, Hinweise habt oder eigene Überlegungen, lasst sie uns gerne in den Kommentaren zur Folge auf der Seite da. Wir werden eine ganze Reihe von äh, äh, Quellen natürlich wie immer unter dieser Folge auf unserer Homepage äh, verlinken. Unter anderem, was ich ganz interessant finde, äh, ein äh, Museum aus Liverpool. Jetzt muss ich gerade gucken, wie es offiziell heißt. Das ist das äh, National Museums Liverpool und ähm, da gibt es eine ganze unterseite von der empress of ireland wo man auch noch mal die passagierlisten sich anschauen kann noch mal berichte von ähm, crewmitgliedern äh, die das unglück überlebt haben also wer da sich noch mal ein bisschen einlesen möchte kann das tun und kann da auch noch mal sogar ein paar Fotos auch noch von fünf Stücken sehen. Denn das muss man auch nochmal sagen. Das Schiff lag direkt nach dem Sinken in 40 Meter Tiefe ungefähr. Das ist nicht sonderlich tief in Anführungsstrichen. Es war auch so, dass die Aufbauten der Empress of Ireland zum Teil, ähm, ja, den Schiffsverkehr hätten behindern können, so dass man relativ schnell ähm, nochmal Tauchgänge zum Schiff gemacht hat. Man hat Silber, was an Bord war, nochmal gerettet. Man hat Post nach oben geholt. Man hat sogar einige der Verstorbenen geborgen. Dabei ist dann auch schon ein Taucher verstorben. Und heute ist es so, dass dieses äh, um, Wrack, das gesunkene Schiff, unter schutz gestellt worden ist also es gilt jetzt als historische landmarke sozusagen darf nicht mehr so einfach so betaucht werden weil es in der zeit die da vorlag sehr viele raubtaucher gegeben hat die da eingedrungen sind die zum teil auch die sterblichen überreste von Bord geholt haben und insgesamt so wird es zumindest berichtet sollen sechs Taucherinnen äh, dort auch ihr Leben gelassen haben, also dieses Wrack gilt als ein Wrack, was sehr schwierig äh, zu betauchen ist, also das auch noch als Hinweis zum Wrack, was immer noch natürlich auf dem St. Lorenz schrom äh, unten liegt. Und musste man nicht, ähm, weil es sonst eine Gefahr für die Schifffahrt gewesen wäre, auch die Schornsteine äh, springen, weil das eben genau. äh, so sei, also verhältnismäßig seicht war dort die Stelle und die sonst einfach äh, Probleme verursacht hätte. Genau, also die Aufbauten hatte ich schon gesagt, ja. aber auch die Schornsteine mussten auch sozusagen tatsächlich gesprengt werden, mhm. damit die Fahrrinne ähm, freigehalten wird. Ja, also das äh, eine, ein, ein 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 Schiffsunglück, was gerade so durch die unklare Situation, die zu diesem Unglück geführt hat, natürlich bewegt. Das bewegt, weil, wie auch immer natürlich, das zu bewerten ist, aber menschliches Versagen an verschiedenen Stellen hier dazu geführt hat, dass über tausend Menschen ihr Leben verloren haben. Und insgesamt mit dem, was Alexander ja ausgeführt hat, auch eine schöne... Schönes Beispiel dafür, wie so tradierte Geschichten dann auch mit Bedeutung aufgeladen werden, wenn ich es denn mal so formulieren will, damit wir, die das in der, in, im Nachgang erleben oder auch die Angehörigen der damaligen Zeit, vielleicht besser für sich verarbeiten können. Ja, damit haben wir, glaube ich, die tragische Geschichte der Empress of Ireland aufbereitet. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, ob die Story, die du uns erzählt hast mit der HMS Friday, wenn sie denn so hieß, ähm, äh, ob das stimmt ich, oder nicht. Ich habe vorhin überlegt, ob ich mit dem Schiff in See gestochen wäre. Ich, glaub, ich glaube nicht, aber nicht, weil ich Angst vor Freitag, dem, dem 13., habe, sondern eher, weil ich nicht so ein Freund von Schiffsreisen bin. Die Auflösung. Geschichte von der HMS Friday, einem Schiff der Royal Navy, das am Freitag, den 13., in See gestochen ist und auch am Freitag mit der Produktion begonnen wurde und einen Kapitän hatte, der James Friday hieß, ist frei erfunden, ist ja. eine moderne Sage. Das kann man relativ kurz beschreiben und man kann ja auch ziemlich gut nachprüfen, weil die Royal Navy ja sowas wie Archive hat, ob mhm. es jemals so ein Schiff gegeben hat und die entsprechenden Stellen sagen aber alle, nee, hat es nie gegeben. Und das, das Schicksal selber, also wenn man ein bisschen näher hinschaut, ist die Geschichte auch reichlich vage. Also es wird so detailliert beschrieben, wie das alles mit dem Freitag war und der Zahl 13 und so. Aber über, das, über die Reise, über das tatsächliche Schicksal, wo die ausgelaufen ist, diese Sachen, die bleiben alle im Dunkeln. Und es klingt auch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und es spricht aus dieser modernen Sage eigentlich nicht nur die Tatsache, dass wir alle so ein bisschen vor Aberglauben nicht gefeilt sind. Also gerade diese Sache mit dem Freitag, den 13. ist ja doch relativ hartnäckig, sondern dass es auch noch Hybris ist zu versuchen, sich darüber hinwegzusetzen. Mhm. Also, die Royal Navy hat knallhart versucht, mit diesem, mit diesem Aberglauben aufzuräumen, laut der Geschichte, und ist dafür fürchterlich bestraft worden, weil natürlich das Schiff dann verschwunden ist, ganz klar. Und das zeigt natürlich, jawohl, man muss natürlich Angst vom Freitag haben und vom 13. und überhaupt. Also, das ist eigentlich äh, so eine nette Geschichte, die im Internet immer mal wieder so hochkocht. Die lässt sich aber schon bis zu einer Fernsehsendung äh, von 1971 zurückverfolgen. Und es gibt auch ähm, so eine Version davon in einem Buch von 1983, das heißt Destiny äh, von Paul O'Ron Jr. Und ähm, ja, da wird das eben auch beschrieben und dann hat sich das irgendwie wahrscheinlich als in den Anfängen des Internets irgendwie weiter verbreitet. Das wäre jetzt auch meine Hypothese gewesen. Dass okay. Es nicht stimmt, weil es zu schön ja. ist. Ist ein bisschen zu glatt, ne? Um wahr zu sein. Ja. Genau, das wäre auch mein Gedanke gewesen. Damit sind wir am Ende der 317. Folge von Huxilla. Vielen Dank, dass ihr natürlich wieder eingeschaltet habt. An dieser Stelle auch einmal vielen Dank an die Hoaxmistress, die sich hier wirklich durchgepowert hat <laughs> Und wahrscheinlich den Rest des Tages gleich nicht mehr sprechen kann, weil die Stimme dann endgültig <laughs> weg ist. Ähm, äh, wie gesagt, im Mai auf jeden Fall kommen drei äh, Huxilla episoden und die werden, glaube ich, sehr interessant und äh, spannend und und zum Teil auch ungewöhnlich. Will da noch nicht so viel spoilern. Wir möchten uns am Ende noch mal bei all denjenigen äh, bedanken, die uns äh, finanziell unterstützt haben und damit das Projekt am Leben erhalten. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, ansonsten haben wir gar nicht so viel mehr zu berichten, oder? Meine Stimme sagt Nein. Deine Stimme sagt Nein, dann sollst du dich jetzt auch hinlegen und schonen dürfen. Vielen Dank an euch da draußen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wie immer natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxella unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxella.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.